Wir haben unseren jährlichen Reitertag hier. Das ist ein Reitturnier, das wir jährlich veranstalten, eigentlich um die Jugend zu fördern. Der Sport, der muss ja unterstützt werden. Es werden irgendwie jährlich immer weniger Reiter und ja, wie alle, die diesem Sport irgendwie verpflichtet sind, wollen wir das natürlich unterstützen. Und so machen wir jedes Jahr einen Reitertag. Bringt natürlich uns allen irgendwie total viel Spaß, natürlich aber auch positiven Stress und Freude daran. Und ja. Man sieht ja aus den ganz jungen Teilnehmern, aber auch ältere Teilnehmer. Von wann bis wann, von welchem Alter an darf man das machen? Auch grundsätzlich darf hier jeder mitreiten. Also es gibt ja die Prüfungen, wo die ganz Kleinen starten, Führzügelwettbewerb bis zu Reiterwettbewerben. Erst nur im Schritt, dann auch Schritt, Trab, Galopp. Also da ist für jeden was dabei, wie gerade die Alters- und Leistungsklassen sind. Und ja, für die Großen gibt es natürlich auch hier gerade bis zum A-Springen oder der A2-Sterne-Dressur auch was zu holen. Du sagst es gerade eben, wurden die etwas größeren Hindernisse aufgebaut. A-Prüfung, was bedeutet das, diese Prüfung? Wir haben hier jetzt gerade läuft das Springen der Klasse E, beziehungsweise ein 80 cm Springen. Nächste Prüfung, die heute schwerste Prüfung ist, die A1-Sterne-Prüfung im Standardwettbewerb, die unter Fehlerzeit läuft. Hier das E-Springen ist jetzt ein Stilspringen, da wird über eine Wertnote dann bewertet. Ja, genau. Und ihr selber reitet wahrscheinlich auch alle in der Familie? Ja, genau, wir reiten auch. Allerdings, glaube ich, würde ich mal sagen, reite ich am meisten. Also ich bin von Beruf auch Pferdewirtin und ja, leite natürlich auch mit meiner Familie hier diesen Betrieb. Bin selbst Reiterin bis zur Klasse S, aber in der Dressur, nicht im Springen. Und ja. Das scheint ja so ein richtiger Familienbetrieb zu sein. Was kann man bei euch erleben, beziehungsweise wie viele Pferde habt ihr? Also wir haben jetzt rund 30 Pferde hier einstehen. Das wechselt auch schon mal ein bisschen. Wir bieten einen möglichst angenehmen Aufenthalt hier bei uns für Pferd und Reiter. Wir bieten Reitunterricht an und auch Beritt für Jungpferde. Kann denn jeder diesen Hof Falkenborn hier besuchen? Grundsätzlich kann denn jeder besuchen. Wir haben natürlich nicht alles jetzt für freies Publikum zugänglich. Aber wenn sich jemand anmeldet, dann führen wir natürlich auch jeden mal rund und zeigen ihm mal alles, was wir anbieten können. Jetzt hat man vielleicht das junge Mädchen, das sagt, Mensch, ich würde gerne reiten lernen, aber ich habe kein eigenes Pferd. Das bieten wir leider nicht an, sondern wir bieten wirklich nur Unterricht an, wenn man ein eigenes Pferd hat. Ja, ansonsten ist es bei uns wirklich schwierig. Wenn man ein eigenes Pferd hat, aber keine Unterstellmöglichkeit? Dann haben wir vielleicht ja eine Box frei und dann kann man das Pferd bei uns unterstellen, ja. Seit wann macht ihr das und ist es ein Vollzeiterwerb? Mein Vater oder beziehungsweise mein Stiefvater und meine Mutter haben den Hof 1974 erworben. 1992 haben wir die Reithalle gebaut und haben dann eigentlich angefangen, Pferde einzustellen. Danach hat es mein Bruder eine Zeit lang gemacht und irgendwann wollte mein Vater in Rente gehen und hat dann eigentlich angedacht, den Hof zu verkaufen. Und dann haben meine Familie und ich gesagt, komm, wir machen das weiter. Und seit 2010 betreiben wir den Hof jetzt so. Man sagt ja ganz gerne, Golf oder Tennis wären elitäre Sportarten. Wie ist das beim Pferdereiten? Ach, sag mal, ich denke, das ist nicht unbedingt elitär, aber es ist einfach ein wunderbarer Sport, der naturnah ist. Und wenn man dann noch dabei mit einem Tier umgehen kann, finde ich das was ganz Tolles. Herzlichen Dank.